Liebe GC-Fans, ganz herzlich willkommen. Es ist der 28. Januar. Es ist Derby-Zeit. Hier im Stadion Letzigrund trifft unser Grasshopper Club Zürich auf den Stadtrival. Janovic spielt hier über zum Kasevic. Und Kasevic, der nimmt sich jetzt einfach ein Herz, zieht ab, geht anfangs den Kasten und schlägt den Justin Hammels. Der FC Zürich führt in den 20. Minute 1-0. Hat sich eigentlich gar nicht so abzeichnet. Es war eigentlich mehr Spielaufbau gewesen. Und da hat sich der Krasnanić einfach mal ein Herz gefasst. Anfangs. Punkt. So ist es dann auch. Dort ist es der Camberi, der abziehen kann. Nachschuss Katic, Afrier. FCZ mit dem Pressing, wieder der Camberi. Toppers legen sich da in den Schuss hin. Jetzt der Krasnanić wieder auf gefährlicher Position. Und dann verteidigt Esther Staubli erfolgreich für uns. Dann gibt es einen Schiedsrichterball. Ja, super Aktion von behaupten. Und jetzt geht der FC Zürich unter zu einem Angriff über den Afri. Aber der scheitert vor dem Justin Hammel. Somit ist die Torgefahr jetzt auch geklärt worden von Justin Hammel. Großer Schritt in Richtung 16er, spielt sie raus zum Concessão. Der bereits im 16er drin, wird auch nicht richtig angegangen, zieht ab. Und dann geht der Bölle an die Latte. Der Hammel ist glaube ich noch dran gewesen. Goran Jasevic setzt da nachher. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir da nicht noch einen zweiten Treffer bekommen. Könnte mal fürs Erste klären, dann den unsauberen Ball da. Gawaii steht da, Morandi kommt den Ball über, spielt in die Mitte. Der Gawaii kommt aber mit einem Schritt zu spät, aber kommt zum Ball. Und da kann er niemand über die Linie drücken. Gawaii auf der linken Seite probiert nochmal den Bradley Fink zu lasieren, aber der kann den Ball nicht sauber annehmen und kann ihn auch nicht einfach durch. Geht es immer noch im Ballbesitz. Mit dem Hoca, der aufgerückt ist. Florian Hoca mit dem Ball in Mitte. Dort ist der Bawunski mit der riesen Chance dort für unsere Hoppers. Böller geht nur 1-2 Meter über den Kasten vom Brecher drüber. Ansetzen Richtung Momo auf der linken Seite. Der Schürpf in der Mitte mitlaufen. Momo auf der linken Seite in Richtung 16. Ist bereits drin im 16er. Schön. Momo trippelt. Schön zum Schürpf. Der schließt auf. Und dann ist es der Bawunski, wo kann einköpfen zum 1-1 für GC. Super, wir haben hier ausgleichen. Der Momo auf der linken Seite hat sich durchgetankt in 16er und hat dann zurückspielen auf den eingewechselten Dorian Bawunski. Der trifft zum 1-1. Ja, wunderschöne Aktion von Momo, wenn er da auf der linken Seite Richtung Strafraum reingegangen ist und der Bawunski hat nur noch den Kopf bis hinheben. Um einen Hopper klärt aber nur auf die andere Seite. Jetzt da, der FC Zürich hat da einen falschen Ball und da kommt nicht das Goal. In der Nachspielzeit kann der Grasshopper Club Zürich von einem Riesenfehler vom FC Zürich profitieren. Das ganze Spiel presst es nicht richtig und dann in der entscheidenden Phase, in der 94. Super Pressing von Pascal Schürpf, der setzt den Gegenspieler unter Druck. Zieht den allein aufs Goal und trifft links unten in die Ecke zum Derby-Sieg. Berat aber schon mal gestoppt. Und jetzt ist das Spiel fertig. Der Grasshopper Club Zürich gewinnt das 284. Derby. Da im Stadion Letzigrund. Ein wunderbarer Derby-Sieg. Da können wir es 1-0 noch kehren.